Hallo bei Rentelsport. Heute sitzt Afrim Suleimani neben mir, der Trainer des TSV Steinbergen. Hallo Afrim. Hallo Basti. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, TSV Steinbergen spielt in der Kreisliga. Ihr habt als Tabellenachter überwintert. Wie sieht dein Hinrundenfazit aus? Ja, wenn man bedenkt, dass wir vornherein gesagt haben, wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Und da haben wir gesagt, warum? Ganz klar, Felix Mehrens hat uns in der Hinrunde gefehlt. Simon Strottmann hat sich in der Vorbereitung verletzt, konnte auch einige Spiele nicht machen. Yannick Sasse, Robin Miruch, die haben sich dann in der Saison dann auch verletzt und haben einige Spiele nicht mitmachen können. Und da haben wir gesagt, gut, wir wollen halt so gut wie möglich reinkommen in das Spiel. Und wir haben dann versucht, halt mit unseren Mitteln, Tabellenachter, ist für uns ganz okay, wenn man bedenkt, dass Niemandsland, du sagst Niemandsland, Rintelner Stadtvereine kenne ich, die würden froh sein, wenn sie momentan im Niemandsland stecken würden. Und von daher die Hinrunde. Wir haben, soweit ich das weiß, die viertbeste Abwehr momentan. Die Defensive steht bei uns ganz gut, nur mit den Toren hapert es vorne drin. Aber rundherum bin ich schon zufrieden, dass wir es im Niemandsland momentan stecken. Ja, Fremi, ihr habt die Stadtmeisterschaft im Sommer gewonnen. Dann habt ihr auch einen sehr guten Start hingelegt, wart oben mit dabei. Dann folgten so einige Höhen und Tiefen. Pollhagen 6-1 geschlagen, ihr habt Derby-Sieg gegen Engern gefeiert, 4-2, aber dann kam irgendwie so 0-9, darf ich sagen, in Hagenburg. Wie sind so die Leistungsschwankungen zu erklären? Ja, da hast du recht. Es bedarf wenige Nuancen, dann kannst du ein Spiel entscheiden, dass du haushoch gewinnst und auch mal verlierst. Und gegen Hagenburg war eine Nuance zu viel des Guten. Ich sag mal so, der TSV kann auch feiern. Und das ist halt dann schwierig, das dann umzusetzen. Und dann hat Hagenburg natürlich, ist eine klasse Mannschaft und die haben das rigoros ausgenutzt. Und dann entstehen solche Ergebnisse. Ich habe, ja, am Anfang dachte ich mir, ja, was willst du dann machen? Klopfst du dann in der Mannschaft da rein oder bleibst du ruhig und cool? Und ich glaube, das Zweite war auch wichtiger, dass man dann auch sagt, gut, solche Spiele passieren, darf nicht so oft passieren. Ich hoffe, das war der einzige Ausrutscher. Aber ja, dieses 0-9, das war schon heftig, aber ist halt so. Ja, ich hatte schon gesagt, Stadtmeister seid ihr geworden. Ihr habt als Hallenturnier das SV Engern gewonnen. Ihr habt gegen Exten unentschieden gespielt, ihr habt Auetal geschlagen, ihr habt SV Engern geschlagen. Ihr seid also so richtige Derby-Könige. Liegen euch die Rintelner, die Vereine, die Nachbarschaftsvereine mehr oder seid ihr da immer extra motiviert? Wie kannst du das erklären, dass ihr diese Spiele immer top Leistung bringt, aber dann halt so gegen andere Vereine so aus dem Nordkreis dann doch nicht ganz so überzeugend spielt? Ja, wenn man von der Halle dann absieht, in der Halle spielst du ja ganz anderen Fußball und da hast du auch den Zeitdruck. Derbys außen vor, da brauchst du andere Qualitäten in der Halle, um erfolgreich Fußball zu spielen. Wir haben erkannt, dass wir in der Halle die eine oder andere Sache dann mit in unser Spielsystem aufnehmen. Und dann mit viel Glück passiert dann halt, dass du mal so ein Hallenturnier gewinnst. Freut mich für die Jungs, ist auch gut. Derbys, zu meiner Zeit, das weißt du auch noch, Derbys, das waren immer brisante Spiele, allein von den Zuschauern her und die Atmosphäre, da hast du immer gebrannt. So, und dann brauchst du auch in der Mannschaft echte Typen, die auch so ein Derby annehmen und das hat der TSV. Und die pushen sich dann halt gegenseitig so ein bisschen. Stadtmeisterschaft, Endspiel, da brauchte ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Und da haben wir wie aus einem Guss gespielt gegen Exten. Hat nur 70 Minuten gedauert, aber
Das war echt erste Sahne, wie die Jungs da aufgetreten sind und aggressiv zu Werke gegangen sind und auch konsequent in den Torraumszenen und auch Tore umgemünzt haben. Das war echt top. Und da denke ich manchmal noch danach, wie wir da gespielt haben, wie aus einem Guss, war erste Sahne. Derbys in der Hinrunde, anscheinend können wir Derbys diese Saison gegen Auetal. Ja, und da brauchst du halt, wie ich schon sagte, diese Typen, um auch Derbys zu gewinnen. Das motiviert uns mehr, als wenn du gegen Mannschaften spielst, ja, die nicht so aus dem Stadtgebiet oder im engen Umkreis kommen. Das ist einfach so. Gab es beim TSV Steinbergen in der Winterpause Veränderungen im Kader? Habt ihr Neuzugänge, Abgänge? Sind irgendwelche Spieler zurückgekommen? Ja, Abgänge. Wir haben mit Tim Radke, ein super Fußballer, der hat uns verlassen. Neuzugänge, also Nils Sergio Mühlenharz ist wieder zurückgekommen, feiner Kerl. Und dann haben wir die Jugo-Connection, sage ich mal, mit Zoran Topic und Toni Miskovic. Zwei gute Fußballer, 23 Jahre momentan. Die haben wir noch geholt. Wir sind ein kleiner Verein. Wir können nicht mit Geld wedeln und sagen, hier, kommt dazu, hier. Das ist Fakt. Können wir nicht. Wir müssen das alt anders machen. Und Zoran Topic kenne ich noch aus Rintelner Zeiten. Da ist der Kontakt durch Mario Vrebotsch gekommen. Auch an dieser Stelle danke, Mario. Ja, und er hat gleich den Toni mitgebracht. Und die Mannschaft hat die hervorragend aufgenommen. Nils kannten wir ja noch schon von früher. Er hat es versucht, dass er da in Evesen Fuß fest, aber ist halt wieder zu uns zurückgekommen. Er weiß ganz genau, wir sind eine geile Truppe und von daher sind da andere Sachen wichtiger als nur das Geld. Was wir machen müssen, ist halt, dass wir einen zweiten Torwart noch kriegen. Da sind wir bei und wenn der Flo irgendwann ausfällt, das wäre nicht gut für uns. Da haben wir einige Überlegungen mit Bernd Reichelt, was wir da machen können, aber da müssen wir noch was tun. Ja, Fred, kommen wir zur Rückrunde, die hoffentlich irgendwann mal noch gespielt werden kann. Ihr seid Achter in der Kreisliga, im Pokal seid ihr ausgeschieden. Tabellen-Niemandsland, das habe ich ja gesagt, ist es. Was sind eure Ziele für die Rückrunde? Ja, im Pokal, erste Runde gegen Enzen, da kannst du auch mal verlieren. Da haben wir 3-1 verkackt. Das ist halt so, wenn du in der ersten Runde gleich einen Anwärter für den Titel bekommst, dann wird es halt schwer. Und dann noch in Enzen gespielt, gut, abhaken. Das wollen wir in der nächsten Saison ein bisschen besser machen, da wollen wir ein bisschen weiterkommen. Die Ziele für die Rückrunde, ja, aufgrund der Tatsache, dass ich momentan verletzt bin, nochmal ein Dankeschön an Helmut Wierowski und Bernd Reichelt, die Mannschaft für die Rückrunde fit gemacht haben und die Mannschaft hat das auch sehr gut angenommen. Für die Rückrunde ist halt wichtig, dass wir jetzt mit Felix Mehrens noch dazu bekommen haben, der war ja auch ein halbes Jahr nicht dabei und halt mit den Neuzugängen. Wir wollen ein bis zwei Plätze natürlich nach oben klettern, falls wir spielen, aber sonst einfach weiterhin Spaß haben am Fußball, Gemeinschaft und ja, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch ärgern. Ja, Fremd, du hast vorhin gesagt, ihr seid ein Verein, der nicht mit den Geldscheinen veredeln kann. Jugend ist auch bei euch nicht ganz, habt auch nicht ganz so viele Spieler. Ich glaube, bis auf den Murmek habt ihr keine große Jugendspieler in der A-Jugend, der SG Blau-Rot-Weiß. Ja, ihr seid immer darauf angewiesen, externe Spieler zu verpflichten, was ja auch immer nicht so einfach ist. Wo siehst du den TSV Steinbergen in 5 Jahren? Ja, da gebe ich dir recht, mit der Jugend ist halt ein bisschen schwierig. Diese Saison oder ab nächste Saison kommt der Jan Mohme, Hannes Wiechmann und Tom Reckwart raus, Steinberger Jungs, haben alle schon Herrenatmosphäre geschnuppert und sind auch eingesetzt worden. Ja, es ist halt schwierig halt mit dem
den Kontingent, was wir haben, dann Spieler zu holen. Das kannst du halt nur machen, dass du sagst, Mensch, wir sind ein toller Verein, tolle Kameradschaft. Es muss aber auch menschlich passen. Wir können nicht jeden einzelnen Spieler da holen, der vielleicht gut Fußball spielen kann, aber nicht zu der Mannschaft passt. Und ja, in 5 Jahren, ich weiß nicht, ob in 5 Jahren, aber es wird früher oder später darauf hinauslaufen, dass man im Rintelner Stadtgebiet vielleicht nur noch 3 Mannschaften hat. Fusionen sind halt wichtig, dass man jetzt schon mal Gespräche führt und dann die Zeichen der Zeit erkennt und auch mal über den Schatten springt und sagt, jawohl, wenn es weitergehen soll im Schaumburger Kreis, muss man sich halt zusammensetzen und mal sprechen, was für Möglichkeiten es gibt. Ne? Das ist einfach so. Ob es in den nächsten 5 Jahren passiert, weiß ich nicht. Die Mannschaft ist momentan so gut drauf. Die haben der TSV hat momentan eine Generation, da macht es Spaß. Da macht es einfach Spaß, mit den Jungs was zu machen, weil die sind auch privat viel zusammen und unternehmen auch privat viel. Und ich denke mal, ja, wir haben vielleicht noch gute 5 Jahre und dann wird es eng. Afrim, vielen Dank fürs Gespräch. In der Zeit des Coronavirus muss man ja viel, viel Gesundheit wünschen. Passt auf euch auf und meine lieben Zuhörer auch. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Danke.